Heute seht ihr ein kleines Update zu meinem Supina-Rasen. Ich habe die Schnitthöhe verändert und auch ein kleines Feedback zu meinen neuen Rasensprengern. Und zudem auch die Entscheidung ist gefallen, behalte ich meinen Stirling oder verkaufe ich ihn? Viel Spaß! Ich bin ja sehr experimentierfreudig und genau aus dem Grund habe ich mir gedacht, ich verändere mal meine Schnitthöhe von meiner Supina. Denn ich werde auch immer sehr häufig gefragt, was man denn machen kann. Viele hätten gern eine Schnitttiefe tiefer als 20 mm. Und das ist bei Supina nahezu unmöglich. Und ich hatte seither auch immer, das Tiefste war eigentlich immer so 16, 17, aber im Regelfall hatte ich zwischen 18 und 20. Und das hat auch einen Grund, weil es die Supina nicht packen würde. Die Supina ist ein brutal hochleistungsfähiges Gras, sie ist hochbelastbar, alles kein Thema. Aber das Problem bei Supina sind die oberirdischen Ausläufer. Und die wachsen ja ganz flach am Boden entlang. Und wenn die Schnitttiefe zu tief ist und man läuft dann über einen Rasen drüber oder man lüftet, dann holt man die ganze Stängel hoch und dann sieht es einfach nur bescheiden aus. Und deswegen habe ich mir mal gedacht, ich gehe mal die Sache anders ran. Ich versuche einfach mal die Schnitttiefe deutlich runterzunehmen und ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe es geschafft. Ich bin aktuell bei 10 mm und der Rasen sieht echt sehr gut aus. Ich würde schon sagen, für Mitte Juli, heute bekommen wir wieder 35 Grad, sieht er echt fantastisch gut aus. Ja, wie habe ich es gemacht? Wir können uns auch mal den Rasen anschauen. Also ich würde einfach sagen, da gibt es eigentlich nicht viel zu meckern. Der ist echt schön, der passt soweit. Egal, wo man hinschaut, mal hier, mal da, sind ein paar Stängel zu sehen. Vielleicht sieht man auch hier wieder ein kleiner Stängel. Und das ist genau das, was mich eigentlich immer stört und was ganz viele Leute stört. So, und da habe ich jetzt eigentlich festgestellt, meine Taktik war seither immer die, wenn ich bei 20 mm bin und ich möchte jetzt auf 18 und man versucht, den Rasen runter zu drücken, dann kommen irgendwann die Stängel zum Vorschein. Und da habe ich eine neue Taktik gemacht und die geht eigentlich ganz gut auf. Meine Taktik war bzw. ist folgende. Ich habe ja vor 5-6 Wochen habe ich aerifiziert, tief gemäht, gesandet, nachgesät, komplette Programm. Und da war dann meine Idee, ich mache es nicht so wie seither. Ich versuche von 20 mm runterzukommen auf 15 oder auf 14, sondern ich mache es anders. Ich versuche einfach von unten die Supina hochwachsen zu lassen. Und aus dem Grund habe ich kurz gemäht auf 8 mm und habe bereits nach 3 oder 4 Tagen wieder gemäht auf 13 oder 14 mm. Dadurch hat die Supina gar nicht erst die Chance hochzuwachsen, Stängel zu bilden etc. Deswegen muss sie regelrecht die Triebe weiter unten bilden und dadurch können die Stängel gar nicht erst entstehen. Ich muss sagen, die Taktik, die geht eigentlich auf. Eigentlich bezieht sich darauf, dass da, wo der Rasen nicht so dicht ist, sie natürlich trotzdem Stängel bildet, weil da will sie sich extrem ausbreiten. Aber das kriege ich auch noch in den Griff. Fakt ist, 10 mm sind erreicht. So bleibe ich jetzt auch mal, um einfach zu schauen, wie sind die Pflegemaßnahmen, brauche ich mehr Dünger, mehr Wasser? Wasser eigentlich nicht, das habe ich schon festgestellt, sie braucht nicht mehr Wasser. Ob 10 oder 20 mm, das ist egal. Aber im Großen und Ganzen, was ich festgestellt habe und mich echt positiv beeindruckt, sie hat deutlich feinere Blätter. Die Blätter sind wirklich deutlich feiner geworden und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und deswegen bleibe ich jetzt vorerst mal bei 10 mm. Weil für 8 mm oder noch tiefer müsste ich schon wieder sanden. Und da habe ich aktuell bei der Hitze keine Lust. Und wenn wir gerade bei der Schnitthöhe sind, dann habe ich mir auch noch was überlegt. Und zwar mein Spielturm. Mein Spielturm, ja, was soll ich sagen, er nervt mich. Also nicht der Spielturm, aber die Mäherei drumherum nervt mich einfach. Mit dem Spindelmäher ist es einfach ja, zu unhandlich. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse meinen Spielturm jetzt mal höher wachsen. Ich
Dann habe ich auch optisch mal ein bisschen was anderes drin und ich glaube, man merkt es auch schon ganz gut. Die 10 mm, die sind deutlich heller als aktuell. Ich schätze mal um die 18. Ich lasse die jetzt erst richtig wachsen, weil, wie gesagt, mir geht es nicht darum, dass die Supina hier 10 mm nicht packen würde. Die packt auch hier die 10 mm. Gar kein Thema von der Belastung. Aber mir geht es einfach ums Mähen, weil hier drumherum mit den ganzen Pfosten ist ein Sichelmäher einfach besser. Und ihr seht es vielleicht, glaube ich, auch schon im Hintergrund. Wir haben von Ego einen neuen Sichelmäher, den wir jetzt natürlich auch testen müssen. Kommt aber ein separates Video, der ist aktuell beim Alex im Einsatz und ich hole ihn immer rüber und mähe auch hier diesen Bereich. Er ist einfach viel wendiger. Und wenn ein Sichelmäher natürlich gut geschliffen ist, dann passt es auch soweit vom Schnittbild. Ist natürlich immer was anderes als ein Spindelmäher. Aber wie gesagt, mir geht es einfach um die Arbeit drumherum. Und somit habe ich dann auch ein bisschen Abwechslung mit drin und vor allem auch für euch. Ihr seht dann auch mal, wie entwickelt sich der Rasen bei 10 mm und wie entwickelt er sich bei 20 mm oder vielleicht auch 18. Ich schau mal, was ich hier mache. Apropos Spindelmäher. Wir haben ja ein Video gebracht zum Alex Sterling, dass ich nicht zufrieden bin. Bin ich jetzt zufrieden? Hätte ich gesagt, gehen wir mal genau drauf ein. Das steht da nämlich schon, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin nach wie vor nicht wirklich zufrieden, aber ich behalte ihn. Tja, mein Sorgenkind, der Sterling. Ich schiebe ihn mal kurz in die Sonne oder ich fahre ihn in die Sonne. Ja, was soll ich sagen? Bin ich begeistert? Nein, bin ich nicht. Bin ich zufrieden? Es ist okay. Für den Preis bin ich ganz ehrlich nicht zufrieden, habe ich ja schon gesagt. Aber ich behalte ihn trotzdem, weil ich einfach der Meinung bin, es gibt aktuell nichts Besseres und nichts Vergleichbares auf dem Markt mit Kassettenwechselsystem. Das Handling vom Sterling ist einfach gigantisch gut. Das Wechselsystem ist geil und vor allem auch, wenn man lüften möchte etc., da hat er ordentlich Power, da zieht er durch und vor allem ist es ein Akkusystem. Ich möchte einfach keinen Benziner. Zumindest nicht als Hauptmäher. Ich bin zwar aktuell auf der Suche nach einem Mäher, vielleicht ein Toro etc. als Zweitmäher. Ich weiß es nicht. Ich schau mal, was der Markt hergibt. Fakt ist, wir waren auch auf der Demo Park und da haben wir auch Dave Ellett getroffen und hatten uns mit ihm oder wir haben uns mit ihm sehr lange ausgetauscht. Es war etwas schwierig für mich, mein Englisch ist nicht perfekt. Im Gegenteil, ich kann nicht wirklich gut Englisch, aber wir haben uns verständigen können. Und Fakt ist, er hat auch nochmal alle Probleme aufgenommen. Er hat es auch versucht zu erläutern etc. Und er hat sich wirklich mega viel Zeit genommen und er hat einen ganzen Blog voll geschrieben und ganz viele Notizen gemacht, was er alles mit nach England nimmt. Ich hoffe, und ich hoffe es für Ellett, ich hoffe es für mich, ich hoffe es für alle, dass sie die Probleme in den Griff bekommen, weil der Mäher macht immer noch Kanten rein. Er hat immer noch einen zu starken Verzug und das passt mir einfach nicht. Ja, trotzdem behalte ich ihn. Wie gesagt, ich habe möglichst viele Dinge geändert, wo ich einfach gesagt habe, vielleicht werde ich dadurch glücklicher. Und ja, ich bin jetzt nicht perfekt zufrieden, aber es ist okay, es ist akzeptabel. Zum einen mal habe ich meine Spindel schleifen lassen mit einem Hinterschliff. Und ich war ja mit der Spindel von Anfang an nicht wirklich so zufrieden. Und die habe ich jetzt Peter gegeben, Peter Dehan von meinspindelmäher.eu. Genau, .eu, nicht .de. Und er hat ja meine Spindel vom Liberty schon mal geschliffen und da war ich echt mega zufrieden. Und auch hier wieder hat er einen super Job gemacht. Ihr hört es vielleicht. Alles top. Sie ist komplett freigängig und schneidet natürlich perfekt ab. Und das ist echt eine geniale Sache. Ja, auch hier, wie gesagt, ein Hinterschliff natürlich wieder richtig genial. Ja, das ist das eine. Dadurch ist der Schnitt natürlich deutlich besser und auch die Lautstärke nochmal deutlich besser. Kann ich euch echt nur empfehlen. Würde auf jeden Fall jedem einen Hinterschliff empfehlen. Und was ich auch noch gemacht habe, und da nochmal ein großes Dankeschön an Thomas, ich sage jetzt nur Vorname, Thomas aus Österreich, der hat uns, beziehungsweise mir und dem Alex, eine Verticat gebaut, beziehungsweise die Sterne angefertigt, weil mein Gedanke war,
die Verticut einfach nicht mit 3 cm Breite, sondern einfach, ich mache daraus einen Groomer mit 15 mm Breite. Und das ist eigentlich relativ einfach. Die Verticut, das sind ja alles solche Sterne, da kann man auch sehr einfach alles auseinanderbauen. Ich habe die Sterne, die gibt es übrigens auch im originalen Zustand, und leider verkauft Thomas diese Sterne nicht. Ja, also von dem her, wenn ihr auch sowas haben möchtet, dann müsst ihr euch selber was anfertigen lassen oder auf die originalen Sterne zurückzugreifen. Die sind aber echt schweineteuer. Von dem her überlegt es euch gut. Ja, und dann habe ich das Ganze mit 15 mm Abstand, habe ich das Ganze dann dementsprechend zusammen gemacht. Und ich muss echt sagen, geil. Wirklich gut. Ich habe das Ganze auch noch angeschliffen. Man sieht es vielleicht auch hier. Schön scharf geschliffen mit dem Schleifbock. Und jetzt habe ich einen richtig schönen Groomer und kann dadurch auch den Rasen auf dieser Schnitttiefe schön durchkämmen, damit die Seitentriebe schön gestutzt werden. Mir wird es langsam zu warm, und apropos warm, da wäre jetzt eine Erfrischung richtig gut. Ein Thema haben wir noch. Wir haben noch das Thema Rasensprenger. Die habe ich ja umgebaut. Ich habe meine Rotationsdüsen raus und habe Getrieberegner eingebaut. Und das ist auch schon ein paar Wochen her. Ich habe mittlerweile komplett überall Getrieberegner. Und Leute, ich kann es euch nur empfehlen. Jeder, der jetzt überlegt, einen Rasensprenger einzubauen, ich würde niemals mehr Rotationsdüsen wählen. Bis jetzt, die paar Wochen, die Dinger sind einfach fantastisch gut. Ich habe eine sehr gleichmäßige Bewässerung und es ist auch alles wieder schön eingewachsen. Man sieht jetzt nichts, es war natürlich echt viel Arbeit. Die Bewässerung ist schön gleichmäßig und sie funktionieren tadellos. Ich muss nicht einmal mehr Bedenken haben, dass sie nicht drehen. Sie sind deutlich leiser als Rotationsdüsen. Die Ausbringmenge ist gleich. Ich habe ja auch sehr viele Kommentare bekommen, ob die mehr Druck brauchen, mehr Wasser brauchen. Nein, brauchen sie nicht. Es kommt natürlich darauf an, welche Düse ihr reinmacht und wie weit die spritzen sollen. Aber Fakt ist, die Einstellung, die ich jetzt habe mit den Düsen, brauche ich nicht mehr Wasser. Im Gegenteil, ich brauche sogar noch weniger. Die Pumpe ist nicht so ganz ausgelastet, beziehungsweise mein Brunnen. Und die Bewässerung ist wirklich 1A. Ich bin sehr glücklich und ich würde definitiv wieder umstellen. Zumindest Stand jetzt nach ein paar Wochen. Wir schauen natürlich, was das Ganze nächstes Jahr, übernächstes Jahr macht. Eins habe ich noch zum Thema Bewässerung. Da werde ich aktuell sehr häufig gefragt, wie oft bewässere ich und vor allem mit wie viel. Ganz einfach, meine Supina. Ich rede immer von meiner Supina. Ich bewässere aktuell, heute wird es wieder, ich glaube schon gesagt, 35, 36 Grad. Alles, was über 25 Grad wird, Grad Celsius wird, bewässere ich täglich. Täglich mit ca. 4 bis 5 Liter. Alles unter 25 Grad Celsius bewässere ich alle 2 Tage. Liegt einfach daran und für eine Menge auch gleich mit 4 bis 5 Liter. Das reicht. Tiefer braucht die Supina nicht, weil die Supina kommt da eh nicht ran, weil die flache Wurzeln hat. Habt ihr ein anderes Gras, Lolium perenne, Poa bratensis, Festuca, wie sie alle heißen, und keine Supina im Rasen, dann bitte ich euch, so spät wie möglich wässern, alle 3-4 Tage, und dafür viel tiefgründiger, mit ca. 20 cm sollte bewässert werden. Je nach Bodenart sind das 12 bis vielleicht auch 20 Liter pro Quadratmeter und dafür aber nur alle 3-4 Tage. So viel noch zu diesem Thema, dann sind auch diese Fragen alle gleich beantwortet. Solltet ihr sonst noch Fragen haben, einfach unten in die Kommentare. Ich mache jetzt Feierabend und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.